Morgen ist Sonntag, sagte ich. Das weiß ich. Und? Da muss ich nicht zur Schule. Bis morgen Abend finde ich diese beiden Jungen, die mit den Rollschuhen abgehauen sind. Oder ich gebe auf. Einen Tag noch, Mama, bitte. Abgemacht? Meine Mutter dachte nach. Um die Jungen brauchst du dich doch nicht zu kümmern, hat Fritz gesagt. Das ist es ja, erwiderte ich. Genau das stimmt an der Geschichte nicht. Okay. Bis morgen hast du Zeit, aber keinen Tag länger. Keinen Tag länger, Mama. Danke. Fast den ganzen Sonntag vertrödelte ich in meinem Zimmer, hörte auf meinem Plattenspieler die alten Rolling Stones-Scheiben meiner Mutter, trank Milch und kaute Unmengen Kaugummi. Am späten Nachmittag kam endlich die Sonne hinter dicken Wolken hervor. Das freute mich, denn Detektive mögen keinen Regen. In nassen Sachen hinter Häuserecken stehen und Leute beobachten, darauf kann ich sehr gut verzichten. Wenig später lief ich zum Pizzadienst. So seltsam es klingen mag, meine ganze Hoffnung war jetzt, dass Fritz die Rollschuhe noch einmal gestohlen wurden. Diesmal wollte ich, wenn es passierte, um jeden Preis dabei sein.